Hallo Leute, Servus YouTube. Ich bin der Tobi, das ist das Kochspiel. Und wir kümmern uns heute um Fisch. Und zwar, um genauer zu sein, um die Dorade. Die Dorade, das ist im Deutschen die Goldbrasse. Ist ein Fisch aus dem Mittelmeer, gibt es mittlerweile im Grunde fast in jedem gut sortierten Supermarkt zu kaufen. Neben Lachs, neben Kabeljau, neben Lachsforelle und mittlerweile kriegt man auch Thunfisch oder auch Austern. Relativ unproblematisch, deswegen habe ich mir gedacht, nehmen wir heute einfach mal die Dorade als Beispielfisch für viele, viele Sorten Rundfisch, die es gibt. Grundsätzlich unterscheidet man unter zwei Familien. Das sind einmal die Plattfische, wie zum Beispiel eine Schorle oder eine Seezunge oder den sehr edlen Steinbutt. Oder eben Rundfische, was Forellen wären, Saiblinge wären oder eben auch Wolfsbarsch, sprich Ludemeer oder die Goldbrasse, sprich die Dorade, die wir heute zubereiten werden. Ich werde euch den Weg zeigen vom ganzen Fisch, werde den filetieren, werde die Gräten ziehen und werde euch eine Seite anbraten. Ganz rustikal auf einem Brett serviert, so wie ihr es eigentlich mittlerweile von mir auch schon kennt. Ich brauche zu einem guten Stück Fisch im Grunde gar nichts. Es darf gerne ein kleiner Salat sein oder irgendwelche ein schönes Stück Brot beispielsweise auch. Aus dem Grund klemme ich euch heute noch ein zweites kleines Video an mein Hauptvideo dran. Und zwar, wie ich mein Brot schneide und wie ich mein Brot am liebsten esse. Da werden wahrscheinlich viele von euch jetzt schon anfangen zu lachen, wie man eine Idee bekommen kann, wie man Brot schneidet und wie man Brot isst. Allerdings finde ich, dass auch gerade sowas wie ein gutes Brot von einem guten Bäcker eine großartige Beilage sein kann zu jedem Essen. Ob das jetzt vegetarisch ist, ob das jetzt das Stück Fleisch ist oder eben das Stück Fisch, was wir heute zubereiten. Grundsätzlich ist beim Kauf von Fisch zu beachten, dass ihr einen guten Händler habt. Das bedeutet jetzt nicht, dass euer Händler ein exklusiver Fischhändler sein muss. Es bedeutet am Ende, dass man sicher sein muss, dass der Fisch wirklich zu 100% frisch ist. Ich persönlich kaufe am liebsten ganze Tiere. Das bedeutet, maximale Ausnahme ist bei mir tatsächlich der Lachs, den ich auch gerne mal als Filet kaufe. Aber gerade die kleineren Portionsfische wie die Dorade, wie den Wolfsbarsch, wie die Forelle, wie die Seezunge kaufe ich gerne im Ganzen. Das hat den einen großen Vorteil, dass ich immer zu 100% kontrollieren kann, ob der Fisch frisch ist. Das sieht man anhand der klaren Augen beispielsweise oder der tiefroten Kiemen, die der Fisch haben sollte. Am Geruch kann man es natürlich auch erkennen, aber das ist im Endeffekt in dem Moment, wo man einen Fisch an dem Platz kauft, wo der Fisch schon leicht riecht, sollte man sich überlegen, ob man nicht gänzlich auf Fisch verzichtet. Was immer ratsam ist, auch wenn ihr ganze Tiere kauft, fragt euren Fischhändler, dass der euch den Fisch schuppen soll. Gerade bei unserer heutigen Zubereitungsart werde ich den Fisch als Filet zubereiten. Das bedeutet, ich werde ihn auch auf der Haut braten, was wiederum heißt, dass der Fisch schuppenfrei sein muss, weil die Schuppen einfach super unangenehm im Mund sind und in dem Moment, wo man auf zwei, drei Schuppen gebissen hat, zieht man einfach die Haut runter und lässt sie links liegen, obwohl die Haut eigentlich eine fantastische Sache ist bei der Dorade oder grundsätzlich auch bei jedem Fisch, den man eben mit Haut bringt. Anders ist es beim ganzen Fisch. Da profitiert oft die Saftigkeit, wenn einfach die Schuppen drauf bleiben. Oder ihr macht einen Fisch im Salzmantel, was wieder eine ganz andere Art ist des Garens. Aber da braucht ihr tatsächlich sogar die Schuppen, weil die Schuppen einfach nochmal eine extra Schutzhülle dem Fisch bieten und so bleibt er eben noch saftiger. Genau. Aber jetzt genug davon. Schaut euch das Video an. Ich hoffe, ich kann euch wieder ein bisschen inspirieren. Auch vielleicht
vielleicht ein bisschen mit auf den Weg geben, dass es gar nicht so kompliziert ist, wie man meinen mag, so einen Fisch zu filetieren. Natürlich setzt das Ganze ein ordentliches Messer voraus, das braucht man, und man sollte sich eine Krepenzange organisieren, beziehungsweise würde eine Pinzette auch schon reichen. Also eine Pinzette, die man, ich glaube, in jedem Drogeriemarkt bekommt. Habt viel Spaß bei dem Video, gutes Gelingen beim Nachkochen und auch was das Thema Brot angeht. Also keine Sorge, in diesem Video wird kein Brot gebacken, aber das wird mit Sicherheit eines der nächsten Videos werden. Schnell gemachtes Brot ist eigentlich total easy. Vor allen Dingen, wenn man eben an einem Samstagabend vielleicht merkt, man hat einfach vergessen, Brot zu kaufen, dass man am Sonntagvormittag nicht unbedingt direkt wieder los muss zum nächsten Bäcker, sondern einfach mit zwei, drei Kleinigkeiten, die man zu Hause hat, schnell selber Brot backen kann. Und das ist, selbstgebackenes ist immer was ganz Besonderes. Also, habt viel Freude bei dem Video, lasst mir ein Like da, wenn ihr Lust drauf habt, auch ein Abo. Kommentiert mir unbedingt, wie ihr euren Fisch am liebsten herrichtet, am liebsten zubereitet. Vielleicht habt ihr nochmal eine ganz andere Methode, wie das Räuchern. Vielleicht räuchert ihr sogar selber bei euch oder ihr kauft ihn eben am liebsten geräuchert. Seid ihr vielleicht sogar Angler? Also fischt ihr selber eure Fische und verkauft ihr die oder bereitet ihr die dann auch wirklich selbst zu, vielleicht sogar direkt vor Ort mit einem kleinen Lagerfeuer? Lasst es mich mal wissen, würde mich super interessieren. Oder, klar, es gibt natürlich auch Marinaden für Fische. Mariniert ihr eure Fische? Oder ganz anders, macht ihr es euch lieber ultra unkompliziert und greift auf die Fischstäbchen zurück. Also, wenn ihr die Fischstäbchenesser seid, keine Panik, ist auch wirklich lecker und ab und zu, muss ich zugeben, gibt es auch bei mir das ein oder andere Fischstäbchen. Aber probiert es mal, euch einen Fisch zu organisieren. Vielleicht tatsächlich lasst den auch von eurem Fischhändler erstmal filetieren, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal den Löwenanteil weg. Legt den bei euch in die Pfanne, versucht es so ein bisschen auf meine Art zu machen und ihr werdet sehen, es ist ein ganz, ganz anderes Geschmackserlebnis. Und vielleicht werdet ihr es so weit gar nicht mehr missen wollen, dass ihr euch, ein bis zweimal im Monat auch selber einen Fisch am Ende gönnt. Ja, das ist ja dann auch immer was Besonderes. Also, habt einen schönen Tag, genießt das Video, viel Spaß beim Nachkochen, lasst mir Kommentare da. Und ich freue mich auf das nächste Video. Ihr wisst, täglich um 19 Uhr oder täglich ab 19 Uhr ist ein neues Video online. Es wird noch viel kommen. Demnächst wird es einen unfassbar leckeren Caesar-Salat geben. Dann werden wir auch mal einen Burger machen, sowohl eine Fleisch- als auch eine vegetarische Variante. Wir werden backen. Wir werden backen. Also zwei, drei Kleinigkeiten, die ich persönlich unfassbar finde und wirklich super, super lecker und die ich immer wieder gerne mache und die auch gut ankommen. Oder grundsätzlich die ein oder andere kleinere Süßspeise wird mit Sicherheit auch mal dabei sein. Aber jetzt erstmal viel, viel Spaß bei dem Video und wir sehen uns bei dem nächsten Video. Bis dahin, ciao, euer Tobi. So, diesmal habe ich hergerichtet. Ein Schneidebrett, etwas Küchengrepp, dann eine Kretenzange, die ihr im hinteren Bereich seht, und selbstverständlich ein Messer. Jetzt hole ich den Fisch gerade mal aus seiner Transportbox. Das ist sehr angenehm. Mittlerweile werden Fische in so kleine Tüten oder Thermotüten vakuumiert. So habt ihr den großen Vorteil, dass ihr a. sauber den Fisch nach Hause bekommt. Und B, wenn ihr euch zwei, drei Eiswürfel mit einpacken lasst, dass der Fisch wirklich durchgängig kalt gehalten wird, was auch ganz wichtig ist, gerade im Sommer, wenn ihr vielleicht 20, 30 Minuten doch mit dem Auto unterwegs seid. Das sollte man nicht unterschätzen. Sowas wie frische Fische sollten immer eiskalt gelagert werden. Genau, jetzt checke ich hier gerade nochmal den Frischegrad der
Der Drucktest war wunderbar, das Fleisch ist richtig schön fest und die Kiemen sind richtig schön rot, so wie sie sein sollen bei einem frischen Fisch. Und ihr seht auch anhand des Glanzes, dass der Fisch wunderbar glänzt. Das bedeutet auch hier, es ist wirklich ein ganz, ganz frisches Produkt. Jetzt nehme ich gerade noch mit einer Schere, geht das am besten, die Seitenflossen ab. Und ihr seht auch, dass ich selbstverständlich wieder Handschuhe trage. Das ist gerade auch beim Fisch immer ganz wichtig, mit Handschuhen zu arbeiten, weil man ja doch eventuell mal eine Nekrete anstoßen könnte und sich dann vielleicht doch etwas in den Finger schneiden könnte. Und insofern immer da lieber mit Vorsicht rangehen. Genau, sonst, wie gesagt, entzündet sich das Ganze und naja, das kann man sich eben sparen, indem man einfach Handschuhe trägt. So, jetzt habe ich den Bereich abgenommen, den wir im Moment nicht brauchen. Hier seht ihr auch, ich habe den Fisch zwar von meinem Fischhändler schuppen lassen, aber so ganz 100% zufrieden war ich jetzt dann doch nicht oder bin ich doch nicht, weil zwei, drei Schuppen doch noch abgehen von dem Tier. Das bedeutet, bevor ich jetzt anfange, den Fisch zu filetieren, nehme ich ihn jetzt gerade noch mal ganz kurz ins Waschbecken und nehme noch die letzten zwei, drei Schuppen ab. Das ist aber schnell geschehen. Das macht ihr am besten mit dem Messerrücken. Aber wie gesagt, eigentlich ist da immer 100% Verlass auf den Fischhändler. Und wenn der alle Schuppen abgenommen hat, dann ist das auch kein großes weiteres Problem. So. Ihr solltet trotz alledem immer noch mal checken, weil selbst zwei, drei Schüppchen, da geht er einfach bloß einfach mit dem Messerrücken einmal rüber und dann sind die Schuppen auch weg. Das ist also überhaupt kein Thema. So, jetzt ist es wichtig, dass man vom Rücken rangeht und ganz vorsichtig an der Krete entlang schneidet, sodass möglichst wenig Fleisch an der Krete bleibt, sodass ihr natürlich möglichst viel Filet bekommt. Genauso sieht das aus von der einen Seite. Und jetzt zeige ich euch gerade direkt nochmal die andere Seite. Da gehe ich jetzt etwas mit einer etwas anderen Methode ran. Und zwar gehe ich nicht vom Rücken, sondern eben von vorne ran und ziehe einfach das Messer an der Krete bzw. an der Karkasse, sagt man auch, entlang, sodass möglichst wenig Abfall bzw. möglichst wenig Fleisch auch hier an der Krete bleibt. So. Jetzt wird hier noch ein Teil von der Bauchseite weggenommen. Und jetzt wird der Fisch selber noch etwas getrimmt, mehr oder weniger. Also leichte Fetträder, die der Fisch jetzt kaum hat, werden auch noch abgenommen. Und jetzt geht es schon ans Entkräten. Und zwar ist es beim Entkräten sehr wichtig, dass man das einfach trainiert und dass man sich wirklich Zeit nimmt, die Kräten tatsächlich mit dem Finger zu erspüren. Es gibt ganz viele Kräten, die sind einfach nicht sichtbar, weil sie sich noch etwas unter dem Fleisch befinden. Da sollte man einfach mit viel Fingerspitzengefühl rangehen und einfach den Fisch mehrmals kontrollieren, weil es nichts Unangenehmeres gibt, wie naja, auf eine Krete zu beißen oder eine Krete runterzuschlucken. Genau. Und jetzt wird hier einfach nochmal mit dem Messer nochmal etwas Schuppen abgenommen. Zwei, drei Schuppen haben sich dann doch noch abgesetzt. Genau, und hier auch nochmal von vorne rangehen, die erste Krete abnehmen und dann einfach mit dem Daumen nach und nach und nach die anderen Kreten ertasten. Und hier ist es auch nochmal so, dass es bei Kreten so ist, dass je frischer der Fisch ist, desto schwerer gehen Kreten zu ziehen. Das bedeutet, wenn ihr euch echt mal schwer tun solltet, dann solltet ihr eigentlich froh sein darüber, weil der Fisch unglaublich frisch ist. Genau, der hier ist immer noch sehr, sehr frisch. Die Kreten haben sich auch
recht zögerlich ziehen lassen, gingen aber trotz alledem recht gut raus. Genau, und hier ist das zweite Filet. So sieht das aus. So, und jetzt werde ich den Platz hier gerade nochmal sauber machen und dann geht es auch schon ans Anbraten. Die Karkassen, das heißt die Kräten und alle Reste von dem Fisch, die schmeiße ich jetzt natürlich nicht weg. Das heißt, die werden jetzt einmal mit etwas Wasser abgespült und kommen dann in einen Topf, werden ganz simpel mit etwas Wasser aufgegossen und werden einmal kurz aufgekocht. Dann lasse ich das um die 20 Minuten lang simmern und gieße das durch ein Sieb ab. Dann habe ich einen ganz klaren, ganz einfach gestalteten Fischfond, den ich dann entsprechend zu einer Fischsoße oder zu einer Fischsuppe und so weiter und so fort weiterverarbeiten kann. Und in diesem Grundfond mache ich auch überhaupt gar nichts. Das ist wirklich nur die reine Karkasse und Wasser. Ich will dann quasi nur die Essenz aus den Karkassen haben. Ja, aber Fischfonds oder Fischsuppen oder Fischsoßen ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Das werde ich bestimmt nochmal in einem der kommenden Videos nochmal erneut aufgreifen und dann machen wir einfach zusammen eine richtig schöne Fischsuppe. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Hier habe ich jetzt hergerichtet etwas Instantmehl oder auch Wiener Griesler. Das Schöne am Instant-Mehl ist eben, dass dieses Mehl doppelgriffig ist. Das bedeutet, es hat einen richtig schönen, eine richtig schön grisselige Konsistenz. Was wiederum bedeutet, dass wenn ihr leicht feuchte Produkte, wie jetzt zum Beispiel den Fisch, der grundsätzlich immer eine leichte Feuchte hat, in dieses Mehl legt, dass nur eine ganz, ganz dünne Schicht am Fisch haften bleibt. Das heißt, nach dem Braten habt ihr wirklich überhaupt kein Mehl mehr an der Hautseite und das verbackt oder verbrät sich jetzt ganz ideal an der Haut, sodass die Haut wirklich schön goldgelb wird und richtig schön kross, so wie wir es eigentlich haben möchten. Genau, und jetzt sieht man hier nach ein, zwei Minuten, dass die Seiten der Dorade sich schon leicht hell färben und dass natürlich auch schon so eine kleine Farbe an den Seiten entsteht, etwas goldbraun. Das ist für mich dann meistens schon Indiz genug, dass ich den Fisch langsam vorbereite zum Wenden. Was hier auch ganz wichtig ist, ist, dass ihr den Fisch nicht ständig hin und her dreht, sondern dass ihr gerade auf der Hautseite dem Fisch wirklich die Zeit lasst, schön in Ruhe anzubraten und da auch nicht zu wenig Hitze, aber auch nicht zu viel. Also ich habe jetzt meinen Ofen hier auf 7 gestellt, der hat insgesamt 9 Stufen. Das heißt, naja, so auf, wie gesagt, es ist nicht zu wenig, aber auch nicht Vollpower. So dass er auf der Hautseite richtig schön kross braten kann. Jetzt habe ich ihn gewendet und jetzt seht ihr auch, dass die Hautseite auch schon richtig schön goldgelb ist. Auf der Fleischseite braucht ihr jetzt nur noch ein, zwei, noch nicht mal, knapp eine halbe Minute war das jetzt noch, weil wir ihn primär auf der Hautseite gebraten haben. Genau, und jetzt so sieht er jetzt im Moment noch aus. Gewürzt habe ich ihn jetzt überhaupt noch gar nicht. Da kommt jetzt nur noch etwas grobes Meersalz darauf. Dann ein paar Tropfen Zitronensaft. Da auch wirklich nur ganz zum Schluss ein paar Tröpfchen. Dann etwas gutes Olivenöl darf noch dazu. Und selbstverständlich, last but not least, etwas schwarzen Pfeffer aus der Mühle. Und das war es jetzt auch schon. Jetzt bekommt ihr nochmal einen kleinen Eindruck, wie der Fisch tatsächlich von innen aussieht. Nicht, dass der ein oder andere glaubt, dass die Zeit jetzt doch ein bisschen zu kurz war. Aber wie ihr sehen könnt, nochmal etwas näher, ist der perfekt glasig und saftig und genauso wie er sein muss. Den lasse ich mir jetzt schmecken. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen.
und beim Ausprobieren. Was wir jetzt noch machen, ist etwas Brot richten wir uns noch her. Und dieses Brot werden wir dann zusammen mit diesem Fisch essen. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Genau, hier habe ich nämlich ein wunderbares Brot von meinem Bäcker organisiert. Das ist ein ganz rustikales Ofenbrot. Und dazu gibt es etwas gutes Olivenöl und etwas Meersalz, grobes Meersalz. Das Brot halbiere ich jetzt erstmal nur mit einem Brotmesser in diesem Falle. Hier seht ihr, das Brot hat eine wunderbare Krume. Und nochmal halbiert. Übrigens könnt ihr das Brot natürlich, wenn ihr es im Ganzen kauft und es euch nicht beim Bäcker vorschneiden lasst, wesentlich länger halten. Also das vorgeschnittene Brot ist natürlich sehr bequem. Andererseits ist es aber auch, relativ schnell zu genießen. Gut, hier habe ich mal zwei Beispielscheiben. Die wirken jetzt im ersten Moment relativ dick, aber genau das sollen sie auch sein. Und jetzt schneide ich so Brot, na, wie kann man dazu sagen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Brotstifte vielleicht? Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr dazu sagen würdet. Ich sage jetzt einfach mal Brotkanten, okay? Bleiben auf Brotkanten. Das Ganze wird jetzt auf einem Brett ganz locker angerichtet. Dazu kommt das kleine Gläschen Olivenöl und etwas Meersalz auf die andere Seite. Genau, so viel zur Präsentation. Und jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass ihr einfach vor euch eine kleine Serviette liegen habt. Dann nehmt ihr ein Stück von dem Brot, brecht euch genauso ein Stück runter, was exakt in den Mund passt. Das andere Teil, das packt ihr natürlich nicht zurück auf das Häufchen, sondern legt es vor euch auf die Serviette. Dann nehmt ihr gerade etwas Olivenöl und etwas Meersalz und genauso genießt ihr dann das kleine Stück Brot. Wenn ihr alleine seid, könnt ihr das Brot natürlich so essen, wie ihr wollt. Aber in dem Moment, wo ihr vielleicht wo eingeladen seid oder wo ihr selber Gastgeber seid, ist das immer eine schöne, entspannte Art, sich miteinander Brot zu teilen. Ja, und das ist für mich die schönste Variante, wie ich meine Dorade brate und etwas Brot dazu genieße. Und ganz ehrlich, was braucht man mehr? Ich wünsche euch viel, viel Freude beim Nachmachen und viel Spaß beim Nachkochen, viel Spaß bei meinen anderen Videos und wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder beim Kochspiel. Ich bin der Tobi. Auf bald. Ciao, ciao.